Es wird eine bestimmte Attacke sein und auf die muss ich achten. Dann geht's. Aber wenn ich dann nicht mehr aufstocken kann, dann geht das langsam aber sicher zu Ende. Jetzt kommt wieder das Flüstern. Oh, nein! Alter, ist das nervig schon am Anfang. Nein! Ah, wieso habe ich das jetzt nicht gesehen? Oh, ein Zähltrick. Zeig mir den Kartentrick, zeig mir den Kartentrick. So. Okay, der nimmt aber auch nicht viel Schaden, fällt mir jetzt gerade so auf. Sensensprung. Füllt mir meine Punkte gar nicht auf. Und da schaut, das hätte sein. Zieht anderen mehr ab. Da! Ist das nervig? Auch wenn er schon 4 abgezogen hat. Alter! Fängt der jetzt schon an? Fängt aber früh mit den Tricks an. Komm immer weiter rauf. Aha. Die. Alter! Alter, wie mir das einfach das ganze Leben abzieht. Wenn ich das nur berühre. Oh mein Gott. Ah. Okay, einmal noch. Einmal probier's jetzt noch. So, jetzt muss ich die Abilities wieder rauspacken. Okay. Okay. Probieren wir es noch ein letztes Mal. Dann mache ich Schluss für heute. Ich glaube, jetzt habe ich schon knapp 2 Stunden oder sowas wieder aufgenommen. Finde ich eh gut. Dass ich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit gefunden habe dafür. Es wird jetzt bald besser werden. Es sind dann bald Sommerferien, dann habe ich eigentlich wieder jeden Tag Zeit zum Aufnehmen. Dass man das nicht überspringen kann. So, immer schön blocken direkt am Anfang. Ah, verdammt, zu spät. Okay, okay, okay. Noch läuft's passabel. Zählertrick. So. Und direkt weiterschlagen. Immer weiterschlagen. Nie aufhören. Zählertrick. Ach, diesmal ist kein Sensensprung. Vielleicht, wenn man. Okay, 52 ist das Limit. Weiß ja so viel auch schon mal. Wieder was gelernt. Ah, nee. Ah, Gott, nein. Ach, geh doch weg. Wieder einfach die ganze Zeit das entsetzt, was ich am liebsten von ihm hab.
interessiert es mal auf eine Geige. So, jetzt kommen wir langsam in die kritische Phase wieder. Okay. Aufpassen, aufpassen. Nein! Alter, ist das fies. Muss ich jetzt wieder irgend sowas machen, wo ich ein bisschen was davon habe. Mal kurz heilen. Alter, das ist so unfair! Ich kann da einfach gar nichts machen. Nein! Nicht das Ding berühren. Komm, schön draufschlagen. Schön draufschlagen. Komm rüber, rüber, rüber. Okay, okay. Nein! Das ist so unfair! Das ist einfach sowas von unfair. Okay, ich will das jetzt nochmal probieren. Wie viel es abzieht, einfach nur den Kreis zu berühren. Dann ist das so ein kleiner Kampfbereich. So, einmal noch. Diesmal Männer. Ich kann jetzt nicht ewig an dem dran sitzen. So, ersten Teil können wir überspringen, das Flüstern müssen wir uns wieder anschauen. Ich meine, jetzt ist es ja eigentlich ziemlich gut gelaufen. Anfangs. Eigentlich bis zum Schluss hin. Dann kam der mit seinem blöden Kreis, wo er mit draufschlägt und dann war irgendwie alles im Arsch. Nur im richtigen Moment. Ah, nein, nein, nein. Okay, das war jetzt. Sehr gut. Einfach ganz viel blocken bei dem. So. Zwei Leisten erledigt, fehlen nur noch 10.000. Und Zählertrick. Muss mir merken, wann das immer kommt. So, immer schon drauf, immer schon drauf. So. Dachte, jetzt kommt's. Jetzt wollte er schon wegspringen. Alter, ich wollte. Drück die ganze Zeit Blocken, aber es bringt einfach nichts. Ist egal. Damit sollten wir wieder auf Status Quo sein, ja, ungefähr. Natürlich der letzte Schlag trifft.
So, jetzt sind wir wieder Status Quo. So, noch ein paar letzte Schläge, bevor er wieder mit seinen Kreisen anfängt. Das funktioniert aber mittlerweile ziemlich gut. So, jetzt fängt er wieder an. Boah, das war jetzt knapp. Holy crap. Nein! Oh! Boah, jetzt habe ich die Explosion von der einen Attacke Gott sei Dank auch überstanden wegen dem, wegen der Form. Geh von dem Kreis weg! Okay. Zwischendurch alle heilen. Oh Gott sei Dank. Das wäre jetzt ein blödes Ende gewesen irgendwie. So, nimm mit Form geht auch wieder. So, komm. Okay. Nein! Okay. Einfach stabil bleiben. Punkte sind zumindest aktuell nicht das Problem. Ah, verdammt! Brauch unbedingt mehr Punkte. Alles andere ist in Ordnung. Und abgesehen davon, dass die zwei da drin die ganze Zeit K.O. sind. Diese Punkte! Nein! Jetzt war meine Chance wieder aufzustocken! Ach. Alter! Okay. Für heute hat er mich besiegt. Gebe ich zu. Aber auch nur, weil die so ein komisches Punktesystem haben. Sonst hätte er keine Chance. Okay. Dann würde ich an der Stelle sagen, danke fürs Zusehen. Es werden auf jeden Fall noch ein paar Parts zu dem Spiel kommen. Wenn ich nicht wieder drauf vergesse, wie bei Kingdom Hearts 1. Auf jeden Fall werden wir den noch besiegen. Und den Super-Spezialgegner werde ich auch noch zeigen. Den werden wir aber nicht besiegen können. Das kann ich jetzt schon sagen. Also, da sehe ich wenig Hoffnung. Und ich werde jetzt offscreen ein bisschen die Form trainieren. Weil das mache ich jetzt bestimmt nicht. Onscreen, also einfach ein bisschen hochleveln, damit wir die Fähigkeiten haben. Und dann können wir auch in die Höhle gehen und die Höhle erkunden. Und da sind, glaube ich, auch noch ein paar Spezialgegner drin, die wir uns anschauen können. Aber fürs Erste, danke fürs Zusehen. Ein Gegner haben wir geschafft, sehr schön. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder bei Birth by Sleep oder bei einer weiteren Folge von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bis dann, Leute. Ciao.